denn so die Tücken im Parcours? Die Tücken sind oft, dass sich die Reiter in der Vorbereitung zum Sprung zu wenig Zeit nehmen. Dadurch wird das, entsteht manchmal der Eindruck, dass ein wenig Hektik entsteht im Parcours. Und genau da möchte ich ansetzen, dass man mit Ruhe dahin reitet, dass auch die Pferde lernen, auf den Reiter zu warten. Weil die reiterliche Einwirkung soll ja eine Hilfe sein für das Pferd, den Sprung möglichst einfach zu überwinden. Sie sind ja viel auf Parcours unterwegs und sehen viel. Was sind denn so die meisten Fehler, die meisten machen? Das kann ich eigentlich so beschreiben, dass die meisten Reiter zu schnell zu viel wollen. Auf dem Niveau, in dem sie schon mal Erfahrung gesammelt haben, da müssten sie sich mit ihrem Pferd festigen. Aber es wird dann immer schon angestrebt, schon mal zwei Sterne M oder ein S zu reiten, weil es vielleicht der andere aus dem Bekanntenkreis auch macht. Aber ich finde, es ist ganz wichtig, dass das Pferd lernt, dem Reiter zu vertrauen, dass er es gut an das Hindernis heranbringt. Zu schnell, zu viel zu wollen, heißt auch Situationen, die dem Pferd schwerfallen, wo es sich vielleicht auch mal mit einem Abwurf ein bisschen wehtut. Und das nachher zu reparieren, das ist viel schwieriger, als kontinuierlich das aufzubauen. So lange A-Springen zu reiten, bis man sicher ist. Dann ins L und so weiter. Sie achten auch sehr auf die dressurmäßige Arbeit, habe ich hier gesehen. Ja, weil die dressurmäßige Arbeit ist ja genau das, was die Grundlage ist für das Reiten im Parcours. Wo ich sehr viel Wert in der Lösungsarbeit lege, sind Übergänge. Weil ob wir Dressur reiten oder Springreiten, egal was wir mit dem Pferd machen, jeder Übergang zählt. Das heißt, wir müssen den auch versuchen, gut zu reiten und korrekt zu reiten, damit das Pferd anhand unserer Einwirkung merkt, was jetzt als nächstes kommt. Entweder zulegen oder einfangen, vielleicht etwas mehr Versammlung. Normal passiert den Zirkel um mich herum. Du versuchst, den Zirkel zu verkleinern, ohne mit der Hand zu ziehen, ohne innen zu ziehen. Aufrichten, nicht nach innen, innerer selbst kommen zu lassen. Ja, ja, ja. Ein bisschen klein, klein, klein. Jetzt folgt sie deinem Schwerpunkt. Jetzt folgt sie deiner Balance, dein Verlangspunkt. Sehr gut. Eröffnen. Raten Sie denn Nachwuchsreitern, die es noch ein bisschen weiter nach oben schaffen wollen? Ja, am Ende geht es auch ums Üben, ums Einstudieren, dann auch andere beobachten, die schon besser sind als man selber und sich da versuchen, auch das herauszubringen. Picken, was einen selber weiterbringt. Eine gewisse Gelassenheit. Wir haben ja auch die Verantwortung fürs Pferd. Und wenn wir das überfordern, dann ist eine normale Reaktion, dass das Pferd irgendwann sagt, nee, das ist mir zu schwierig, das mache ich jetzt nicht. Und dann vielleicht vorbeiläuft oder stehen bleibt. Und das Wichtigste ist, dass wir in der Lage sind, dem Pferd das Überwinden des Hindernisses so leicht wie möglich zu machen. Und das kriegt man nur durch Übung hin, nicht zu hohe Sprünge, ich sage immer Fingerübung. Wenn jemand ein Musikinstrument spielt und er kriegt ein Notenblatt in der Hand, dann weiß er theoretisch, wie das sich anhören muss. Aber er muss jeden Takt muss er einstudieren, einüben, bis das einen Automatismus gibt, bis auch die Reiterei und die Einwirkung aufs Pferd intuitiv passiert.